Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Willkommen beim SV Sandhausen zum Pressegespräch vor dem 24. Spieltag. Mir ist ja beinahe ein bisschen peinlich, dass ich heute für Montag eingeladen habe, weil ja, der eine oder andere hat das Wochenende vielleicht noch nicht aus den Beinen. Aber die zweite Liga, die gibt ordentlich Gas. Morgen trifft unsere Mannschaft hier am Hartwald auf den ersten FC Nürnberg. Um 17.30 Uhr geht's los. Und ich bitte um eure Fragen an unseren Coach Alois Schwarz. Herr Schwarz, was überwiegt denn nach dem Bochum-Spiel? Die Zufriedenheit über die zweite Halbzeit oder der Ärger über die erste? Also überwiegen tut natürlich der Frust über die Niederlage. Und wir haben zwei Auswärtstore geschossen und sind mit leeren Händen nach Hause gefahren. Das überwiegt. Schwarz, haben Sie mit der Mannschaft nochmal gesprochen drüber, über die erste Halbzeit? Haben wir das ein bisschen aufgearbeitet nochmal, was da los war, warum es nicht so gut gelaufen ist? Ja, wir haben drüber gesprochen, wir haben auch aufgearbeitet und wir sind jetzt natürlich in beiden Auswärtsspielen, die wir im Jahr 16 bestritten haben, beides Mal in der ersten Halbzeit nicht gut aus den Startlöchern gekommen. In Heidenheim haben wir ein Tor fressen müssen, nur nach dieser ersten Halbzeit, konnten es dann aber egalisieren nach einer richtig guten zweiten Halbzeit. Und in Bochum haben wir zwei Tore gefressen in der ersten Halbzeit, hätten sogar ein drittes fressen müssen fast. Ja, der Gegner war richtig gut, aber wir waren da auch nicht präsent. Aber auch da haben wir eigentlich diese Comeback-Qualitäten gezeigt, die die Mannschaft in sich hat. Wir egalisieren auf 2-2. Waren sogar dem 3-2 nach dem Freistoß von Blädel und Kiesterköpf drüber sogar richtig nahe, hätten das Ding sogar drehen können und machen dann durch ein ungeschicktes Verhalten, bringen den Gegner wieder auf die Siegerstraße. Wenn man insgesamt dann sieht, hätten wir auch einen Elfmeter kriegen müssen. Da hat man die Bilder auch nochmal angeschaut, ganz genau, also auch die Wahrnehmung während des Spiels war schon so, dass wir einen Elfmeter hätten kriegen müssen. Aber vielleicht war man an dem Tag nicht tüchtig genug, hätte man von der ersten Halbzeit dann so Gas gegeben wie in der zweiten Halbzeit. Der Tüchtige hat dann auch das nötige Glück, dass gepfiffen vielleicht wird. So war es uns verwehrt und wir mussten ohne Punkte nach Hause fahren. Aber wir haben gesehen, wenn man die zwei Spiele nimmt, gegen den SC Freiburg und den VfL Bochum, beide Ansprüche Richtung Bundesliga, können wir auf Augenhöhe mitspielen. Aber wir können nur auf Augenhöhe mitspielen, wenn wir es über eine längere Zeit halten können und nicht nur über 45 Minuten. Und das wird auch das Ziel sein, dass wir gegen Nürnberg über eine längere Zeit, nicht nur 45, vielleicht mal 70, 80 Minuten auf diesem Niveau spielen, dem Gegner es schwer machen und selber auch unsere Qualitäten ausspielen. Dann haben wir auch eine Möglichkeit, im nächsten Heimspiel morgen gegen Nürnberg die Punkte hier zu lassen. Wird es morgen personelle Veränderungen geben? Sie haben gesagt, Kosicki und Hübner eventuell, dass sie in die Mannschaft zurückkehren könnten. Ja, also wir haben ja dann vor dem Bochum-Spiel schon eigentlich erfreuliche Sachen gehabt, dass auch Hübner trainiert hat, Kosicki trainiert hat, Zenga trainiert hat, dass wir schon wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten. Dann hat sich Zenga wieder einen Muskelfaserriss geholt. Auch das sieht man, wenn Spieler lange, lange weg waren. Und dann dementsprechend arbeiten und ständig an eine Leistungsgrenze gehen müssen, dass der Körper vielleicht doch noch nicht ganz so weit war, dass man sich da wieder eine Verletzung holt. Also da brauchen wir wirklich Geduld, Spieler, die lange weg waren, genauso wie es leider bei José Wunguidika, dass wir die Zeit ihm aber auch geben müssen, nicht, dass er auch wieder in eine Verletzung läuft. Es läuft gerade rund, aber da dürfen wir nichts überstürzen, nicht, dass er dann auch wieder ausfällt, sondern den bauen wir langsam auf. Dann ist ja auch vor dem Bochum-Spiel noch Wutten weggebrochen, der sich den Rücken verdreht oder verrenkt hat, der aber gestern auch wieder trainieren konnte. Ja, und die zwei Spieler, wie wir gesagt haben, Hübner und Kosicki, haben durchtrainiert. Hübner hat gut trainiert. Das stehen die Zeichen so, dass er in den Kader rutscht. Und bei Kosicki muss man heute nochmal abwarten, wie er denn jetzt die Trainingstage so verkraftet hat, im Abschlusstraining zu sehen, ob es morgen für den Kader reicht.
Das heißt, Wuten könnte auch wieder eventuell? Wuten könnte auch wieder zum Kader stoßen, ja, nachdem man das behoben hat, die Blockade im Rücken, und er gestern auch trainieren konnte. Aber auch abschließend, da müssen wir mal das Training heute nochmal abwarten. War es bei Wuten nur eine Blockade im Rücken oder ist es auch eine Blockade im Kopf im Moment? Oder vielleicht auch in der Trainingsleistung? Nein, ich habe das ja auch schon vor dem Bochum-Spiel gesagt. Ich bin mit den Trainingsleistungen von Andrew Wooten sehr zufrieden. Die Spielleistungen haben das nicht wiedergespiegelt, was die Trainingsleistungen gespiegelt haben. Aber es kommt auch darauf immer an, das sieht man ja oft, wenn mal Stürmer durststrecken, mitmachen, dass sie dann vielleicht auch eine Blockade haben. Ja, man sieht es nach dem Spiel Paderborn, wo er eine riesen Möglichkeit hat, wo er eigentlich aufs Tor schießen muss. Und wenn dann ein Stürmer nicht frei ist und zögert und wartet und will sogar noch den besser postierten, weil da gibt es eigentlich gar keinen besser postierten mehr, dann sieht man, dass er mit Sicherheit da nicht vor Selbstbewusstsein strotzt. Aber wir wissen, was der Endro schon für uns alles gemacht hat, wie viele Tore er für uns gemacht hat, wie wertvoll er auch war. Deswegen wird es auch da eine Hilfe geben, um dass er schnell wieder uns helfen kann. Der Dominik Stolz hat ein Startelfgebühr gegeben und gleich einen Tor geschossen. Bleibt er in der Mannschaft oder wird es eventuell da auch wieder Veränderungen geben? Also erstmal habe ich das mich auch gefreut, habe das ja nach dem Spiel auch gesagt. Wir haben ja in dieser Konstellation auch noch nie so gespielt, gerade wegen vielen Problemen, Verletzungen. Dominik Stolz hatte gut trainiert, auch die Wochen vorher schon, war ja im Kader, habe immer überlegt, ob man ihn mal bringt. Und er hat seine Nominierung gerechtfertigt. Er hat auch in der ersten Halbzeit, wo es noch nicht so rund lief, gute Ansätze gezeigt. Hat uns da auch ein paar Fouls rausgeholt, war sehr robust mitgespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat er sich natürlich wie die ganze Mannschaft aber enorm gesteigert und hat maßgeblichen Teil dazu beigetragen, dass wir mit 2-2 ausgleichen konnten. Schade, dass sein Tor nicht für einen Punktgewinn zumindest gereicht hat. Aber er hat mir den Fingerzeig gegeben, Trainer, ich bin da, und das freut mich. Ja. Das ist ja auch bei vielen, wenn man auch sieht, ein Daniel Schulz hat lange nicht gespielt. Das merkt man mit Sicherheit schon die ersten Minuten an, wenn man die Spielpraxis ein bisschen fehlt. Auch er hat sich dann im Laufe des Spiels reingekniet und reingefightet. Genauso wie ein Corbian Vollmann, der die erste Halbzeit nicht präsent war, der dann bis zu seiner Auswechslung aber ein ganz anderer Corbian Vollmann war. Also da braucht man auch ein bisschen Zeit. Die haben wir natürlich jetzt auch nicht in der englischen Woche, aber die Jungs arbeiten gut, und wenn man arbeitet, fällt es auch wieder mal dann auf die andere Seite. Deswegen sage ich immer, wir müssen den Mund abputzen, wir müssen die Lehren draus ziehen, aber wir müssen hart arbeiten, dann werden wir auch wieder belohnt. Schwarz, was kann man zum nächsten Gegner Nürnberg sagen? Wo sind die Stärken, wo vielleicht gibt es auch Schwächen? Ich rede immer gerne über die Stärken, über die Schwächen darf ich nicht sagen, sonst kommt der Kollege Weiler und überdeckt die Schwächen. Ja, was soll ich über Nürnberg sagen? Wenn man mal genau hinguckt, hat der 1. FC Nürnberg 13 Spiele nicht mehr verloren. Das ist eine Stärke. Eine Stärke in der Art und Weise, eine Stärke in der Konstanz der Ergebnisse. Dem Club ist es auch gelungen, glaube ich, seit 2008 das erste Derby wieder zu gewinnen. Ja, da überschlagen sich die Medien, Sieg der Moral, der Leidenschaft. War für die natürlich auch ein bisschen ausgehungert, jedes Mal im Derby eine Niederlage oder nur ein Unentschieden. Diesmal haben sie es zu ihren Gunsten entschieden. Trotz 0-1 haben sie das Spiel gedreht auf 2-1 vor 46.000 Zuschauern. Geile Stimmung. Das pusht natürlich. Ja. Und wenn man 13 Spiele nicht mehr verloren hat, hat die Mannschaft mit Sicherheit kein Selbstvertrauen. Wenn man das mal so sagen darf. Ja. Also erwartet uns ein Gegner hier, der mit breiter Brust hierher kommt, der unbedingt wieder ins Oberhaus möchte, dafür alles dran setzt. Haben natürlich eine starke Offensive mit 43 geschossenen Toren, sind stark bei Standards und können ein Spiel auch durch individuelle Klasse entscheiden. Mit Burgstaller, mit Füllkrug, die da vorne für Furore sorgen,
mit dem bekannten Danny Blum, der dann eingewechselt werden kann für unsere Seite. Dann auf den Seiten mit Kerk und Leipold oder Möwald. Das ist schon eine gute Qualität nach vorne. Und da geht es natürlich dementsprechend, was dagegen zu setzen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, wir können das. Aber nicht nur 45 Minuten, sondern wir müssen das eine längere Zeit abrufen. 90 wäre sehr wünschenswert. Aber wenn wir schon zu 80 oder 70 Minuten das schaffen, hier haben wir eine große Möglichkeit, hier die Punkte zu behalten. Spielt das Hinspiel noch eine Rolle? Da waren Sie unzufrieden. Eines der wenigen Spiele, da haben Sie damals gesagt, wo Sie richtig unzufrieden waren. Also muss die Mannschaft was gut machen? Ja, da waren wir unzufrieden, weil da haben wir 2-0 verloren, verdient 2-0 verloren und haben das auch nicht auf den Platz gekriegt. Und wieder was gut machen ist immer so eine Sache. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Das ist immer das Entscheidende. Da gucken wir jetzt nicht hin, ob wir das Hinspiel gut oder schlecht gespielt, verloren oder gewonnen haben, sondern wir wollen, dass dieses Spiel am morgigen Tage, weil wir brauchen Punkte. Und wir haben im Jahre 16 in 4 Spielen 4 Punkte geholt. Das ist okay, aber auch nicht berauschend. Trotzdem muss man daran denken, dass wir gegen Mannschaften, die jetzt etwas unterhalb stehen, wie Paderborn, haben wir einen Dreier geholt, da war wichtig. Eine Mannschaft, die mit uns auf einer Augenhöhe steht im Tabellenplatz Heidenheim, haben wir einen Punkt gemacht. Und Mannschaften, die oben dran sind, mit Bochum und Freiburg, haben wir leider keinen Punkt gemacht. Und es wäre wieder wünschenswert, gegen so eine Mannschaft, die oben steht, mal wieder zu punkten. Herr Schwarz, Kiki Freiburg, da haben wir vor 2 Wochen gesprochen, da haben Sie einen schönen Berührungspunkt gehabt, damals als Spieler noch. Gibt es in Nürnberg was Ähnliches, vielleicht ein Schwank und eine Anekdote, was Sie mit Nürnberg schon mal erlebt haben, oder gegen Nürnberg? Nee, es ist eigentlich nichts Weltbewegendes. Alles war normal. Man hat gewonnen, man hat verloren gegen Nürnberg. Es waren schöne Spiele, es waren keine so schönen Spiele. Wie viel Prozent fehlen denn Lead Paccarada zurzeit für die Startelf? Bei Prozenten kann man das ja nicht groß festlegen. Letztendlich hat er natürlich jetzt nach der Vorbereitung, die er nicht so glücklich hatte durch die Verletzung, wo er 10 Tage pausieren musste, nicht so aufholen können, hat gegen Paderborn sehr unglücklich gespielt, wurde auch dann natürlich durch die Oberschenkelprobleme auch ausgewechselt und im nächsten Spiel hat Erik Schaaf die Möglichkeit genutzt. Aber der Lehrer hat sehr gut gearbeitet, hat den Fingerzeig auch mitbekommen und ist auf einem guten Weg. Wie viele Zuschauer werden denn erwartet? Zuschauer, wir rechnen in etwa mit 5.500 bis 6. Weiß man, wie viele aus Nürnberg? Das sind besonders wenig, weil es jetzt relativ früh ist, der Anfang. Aus Nürnberg kommen etwa 1.200. Eine Frage, ich weiß nicht, ich höre, aber gibt es Prioritäten, wo Sie sagen, das Spiel gegen München ist jetzt noch mal wichtiger als das gegen Nürnberg? Denkt man jetzt schon so ein bisschen auch an München, oder ist das jetzt noch gar kein Thema? Nein, wir denken jetzt an Nürnberg. Es wäre ja fatal, wenn man schon an das übernächste Spiel denkt. Wir denken ans nächste Spiel und das ist mit Nürnberg, dass wir hier bestreiten können zu Hause. Und wir wollen zu Hause, nachdem wir hier gegen Freiburg die Punkte abgegeben haben und sie mitgenommen worden sind, wollen wir die hier behalten. Und das würde schon wichtig sein und nicht erst das nächste Spiel, das übernächste Spiel dann gegen 60 München, sondern wir wollen die Punkte hier zu Hause behalten. Jetzt im Hinspiel lief es ja noch nicht so rund bei Nürnberg. Es war dann der Wendepunkt, das Sieg gegen Sandhausen. Vergleichen Sie die Aufstellung vom Hinspiel mit der jetzigen Mannschaft, die sich gefunden hat? Sehen Sie da Vergleiche für morgen, oder was die Nürnberger Formation angeht? Na, die Mannschaft vom SC Nürnberg war sehr holprig. Der hat ja auch in der Anfangsphase das eine oder andere nicht gestimmt. Jetzt muss man sagen, ist es eine ganz andere Mannschaft. Auch der Verein arbeitet in Ruhe. Da war vorher immer Theater. Hinten, vorne, rechts, links. Jetzt muss man sagen, die Mannschaft hat eine Ruhe. Die Mannschaft hat auch das in Ergebnissen gefunden. Und die Mannschaft spielt sehr stabil. Also ist mit der Mannschaft damals eigentlich nicht zu vergleichen in Form von Körpersprache und Konstanz. Gibt es weitere Fragen? Da
Das ist nicht der Fall, dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank fürs Kommen. Hartwall TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.